Ich wollte mal mit Special Effects einsteigen. Herzlich willkommen, eine neue Folge. Tauzi ruft an, Kalenderwoche 43, ein Drittel der Saison ist gespielt. Die letzte Folge ist ein paar Tage her mit Julian Günther Schmidt. Das lag unter anderem daran, dass wir eine englische Woche zwischendrin hatten und dass eine neue Folge Looper Lava aufgezeichnet wurde. Gibt es mittlerweile schon online bei YouTube auf der YouTube-Seite vom 1. FC Saarbrücken. Das Thema klingt erstmal trocken. Ging nämlich um Spielerberater, aber ich kann euch sagen, die gute Stunde lohnt sich, denn es ging zum Teil echt in die Tiefe und wir haben, finde ich zumindest, richtig guten Eindruck bekommen, wie denn so die Welt der Spielerberater aussieht, wie ihr Job aussieht, welche Vorwürfe und Vorurteile es gegenüber Spielerberatern gibt und welche davon nicht stimmen und welche vielleicht sogar stimmen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ich packe euch den Link gleich mal hier unten in das Kommentarfeld. Könnt ihr euch gerne anschauen. Lohnt sich. Eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde dauert's. Und danach wisst ihr wirklich ein bisschen mehr Bescheid. Es geht natürlich auch ganz viel um 1. FC Saarbrücken. Guido Nicolai war zum Beispiel einer der Gäste, der ja sozusagen der Spielerberater im Umfeld des 1. FC Saarbrücken der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte ist. Da war Kakao war dabei, ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, der jetzt auch auf Beraterseite ist. Also Kalli natürlich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Looper Lava, die neue Folge, die zweite Folge, jetzt online auf der YouTube-Seite. Ja, also ehrlich gesagt habe ich gedacht, so, dass wenn wir jetzt die nächste Folge machen, dass wir dann ein bisschen bessere Laune haben im Umfeld. Das ist gerade nicht unbedingt der Fall, weil ja, wir haben gerade in Essen verloren und die letzten Ergebnisse haben jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen ist gefühlt gerade so eine leichte Depri-Stimmung. Aber ich möchte ja immer das Positive hervorheben und versuchen, irgendwie an das Gute zu denken. Deswegen macht mir das Programm der nächsten Wochen jetzt gar nicht unbedingt so viel Kopfschmerzen. Wir haben Dresden am Sonntag, ganz, ganz wichtiges Spiel. Stand jetzt gibt es noch Tickets für das Spiel. Deckt euch ein. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange geben. Sonntag, 13.30 Uhr im Ludwigspark gegen Dynamo Dresden. Danach Mittwoch spielen wir gegen die Bayern. Dann geht's nach Sandhausen und dann kommt 1860 München. Das sind jetzt ordentliche Brocken, aber es ist eine super Gelegenheit, die nicht so gute Stimmung gerade wieder in eine totale Euphorie zu verwandeln. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir da den Bock umstoßen können und bald auch wieder gute Laune haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben nach wie vor Nachholspiel gegen Duisburg. Das ist erst Ende November, dummerweise. Bis dahin laufen wir in der Tabelle halt so ein bisschen hinterher und es sieht da nicht so gut aus. Aber da werden wir auf jeden Fall gewinnen. Und dann würden wir jetzt aktuell auf Platz 8 stehen. Und ja, wir gucken, was die nächsten Wochen passiert. Ich bin da guter Dinge und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben halt auch gerade echt eine Menge Pech, wofür niemand was kann. Also weder die Mannschaft noch der Trainer, noch das Umfeld. Sebastian Jakob verletzt, Patrick Schmidt verletzt, Richie Neudecker gerade verletzt, dann Patrick Sontheimer gesperrt, Calogero Rizzuto gesperrt am letzten Wochenende. Das ist eine halbe Mannschaft, da würde sich die halbe dritte Liga irgendwie die Finger nachlechzen. Also zum Teil kommen die wieder zurück und dann werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Nichtsdestotrotz, die aktuelle Katerstimmung, die war natürlich auch Thema bei Marcel Gauss. Der hat sich nämlich jetzt an seinem freien Tag die Zeit genommen, um mal auf die aktuelle Situation ein bisschen einzugehen. Findet klare Worte zur aktuellen Situation und natürlich habe ich auch ganz viele Fragen von euch wieder gestellt. Und ich kann es nur wieder betonen, wir haben eine geile Mannschaft, wir haben eine charakterlich mega gute Mannschaft und Marcel als einer, der vorangeht, als einer der Erfahrenen, ist das beste Beispiel dafür. Also jetzt ganz viel Spaß mit Marcel Gauss. Servus Marcel, sind jetzt zu Hause alle versorgt gerade? Hast du jetzt ein bisschen Luft? Für den Moment sind gerade alle versorgt und ich höre gerade aber noch, ich muss noch einen Schluck Wasser besorgen. Dann machen wir das mal. Weil der Marcel ist nämlich jetzt gerade zu Hause und die Tochter hat nach Frühstück verlangt. Das war's jetzt. Dankeschön. So, jetzt erstmal alle versorgt. Und erstmal an dich vielen Dank, dass du deinen freien Tag jetzt irgendwie opferst, um ein paar Fragen zu beantworten. Und das auch noch in einer Zeit, die gerade nicht ganz so einfach ist. Du hast gerade gesagt, Sonntag seid ihr zurückgefahren, direkt nach dem Spiel in Essen. Wie war denn so die Busfahrt bis zurück ins Saarland? Ja, ich glaube, erstens lang. Ich glaube, wir haben knapp 4, 4,5 gebraucht. Mhm. Aber stimmungstechnisch hatten wir schon bessere Auswärtsfahrten, glaube ich. Und ja, bei der Situation natürlich auch geschuldet, dass wir brutal enttäuscht waren, dass wir das Spiel dort verloren haben. Und letztendlich mit leeren Händen nach Hause gefahren sind, weil wir uns das schon anders vorgestellt haben und auch vorgenommen haben.
Aber auf dem Platz lag die Wahrheit und da haben wir es halt nicht geschafft. Jetzt hast du zweimal drüber schlafen können. Hast du mittlerweile eine Erklärung für die Leistung am Sonntag? Ja, man muss ja schon differenzieren. Wie gesagt, der Anfang war einfach extrem schlecht. Ich glaube, da haben wir auch ganz offen in der Mannschaft drüber gesprochen, dass man sagen muss, okay, der Anfang, der Start ins Spiel war wirklich einfach nicht gut. Dementsprechend lagen wir da auch schnell 0-2 hinten. Die Reaktion danach, habe ich auch am Sonntag schon direkt gesagt, war dann eigentlich gut. Es gibt Mannschaften, die zerfallen dann und dann kriegst du halt noch das ein oder andere Gegentor danach und fällst komplett auseinander. Das war jetzt bei uns nicht der Fall und es war auch in der Vergangenheit jetzt nicht der Fall bei uns, dass wir nach Rückständen aufgegeben haben. Das sehen die Fans und dass wir halt auch viele Spiele jetzt schon geschafft haben, am Drehen. Aber ich glaube, der Grundsatz ist ganz klar, dass die Häufigkeit, in der wir in Rückstand geraten, einfach zu viel ist. Und man kann die Spiele nicht immer drehen. Klar, wir holen dann ab und zu auch mal einen Unentschieden raus und haben auch gegen Ferl oder gegen Bielefeld geschafft, die komplett zu drehen. Aber ich glaube, prinzipiell liegt es einfach daran, dass wir halt nicht immer in Rückstand ja, geraten sollten, weil auf Dauer kann das einfach nicht gut gehen. Und das hat man jetzt auch in den letzten beiden Spielen dann gesehen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist jetzt in der Saison wirklich schon öfter vorgekommen, dass ihr in einem Rückstand hinterhergelaufen seid. Warum? Also, ich habe immer so oder öfter jetzt mal den Eindruck gehabt, dass ihr immer so einen Nackenschlag gebraucht habt, um euch nochmal irgendwie zusammenzuraufen und Vollgas zu geben. Also, ihr braucht offenbar erst immer das Gegentor, um dann tatsächlich Attacke zu spielen. Oder ist der Eindruck falsch? Wo sprechen wir es eigentlich auch an, dass es ja nicht sein kann, dass wir erst irgendwie ein Negativerlebnis brauchen, um das dann zu spielen. Ob es dann vielleicht auch daran liegt, dass man halt gefühlt nichts mehr zu verlieren hat. Ich meine, bei 0-0 ja, hat man auch nicht groß was zu verlieren, aber ob wir da nicht so frei sind, dass wir risikobewusster spielen oder halt auch mehr Risiko eingehen im eigenen Ballbesitz. Weil, wie gesagt, beim 0-2 jetzt gegen Essen sind wir mehr Risiko gegangen, haben hinten halt dann komplett auch 1 gegen 1 verteidigt, hatten dann trotzdem ein Stück weit bessere Passagen dabei. Und ja, auch in den anderen Spielen war es ja auch sinnbildlich oder oft der Fall, dass wenn wir in Rückstand geraten sind, dass wir dann auf einmal doch besser oder anders aufgetreten sind. Ja, eine richtige Erklärung dafür gibt es nicht, aber das ist ein Thema und da müssen wir halt schauen, dass wir das abstellen, weil, wie gesagt, auf Dauer geht das halt einfach nicht gut. Sowohl du als auch Rüdiger Ziel haben ja nach dem Spiel gesagt, es war irgendwie beim Warmmachen schon spürbar, dass da heute irgendwie so ein bisschen die Leistungsbereitschaft, der Wille, wie auch immer, fehlt. Wie merkt man das denn? Also wie ist denn das Warmmachen dann anders gewesen als sonst? Nichts mit Willen zu tun, das will ich auch ganz klar sagen. Es war einfach von der Art und Weise, man hat das Gefühl, ob man Aufwärmen an sich flüssig läuft, ob es sauber ist oder ob es halt ein Stück weit unsauber ist. Diese viele kleine technische Sachen, die halt eigentlich nochmal in der Hand gehen, wenn das halt nicht so läuft, dann ja, es gibt's auch, das gibt es auch öfter, dass sowas vorkommt. Ja, das, aber war jetzt sinnlich irgendwie, dass wir halt auch gesagt haben, was eigentlich noch mit hatten, dass wir schon eigentlich wach sein sollten, weil uns dort schon eine große Aufgabe vor der Brust lag. Und wir haben es trotzdem, obwohl wir es angesprochen haben, nicht geschafft, dann dieses vermeintlich schwache Aufwärmen abzustellen und dann im Spielmodus das wegzumachen. Und ja, das ist eine Sache, wo wir natürlich dann noch sensibler mit umgehen müssen, wenn wir solche Sachen schon ansprechen, dass man dann noch mehr gewarnt ist, dass es vielleicht noch mehr Fokussierung braucht, um dann auch besser ins Spiel zu starten. Eine Sache ist ja aufgefallen am Sonntag. Ich meine, wir sind uns alle einig, die ersten 20, 25 Minuten, die waren wirklich richtig schlecht. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber es gab so einen Schlüsselmoment vielleicht, als Bjarne behandelt wurde, längere Zeit. Da habt ihr euch als Mannschaft auf dem Platz nochmal zusammengefunden. Und es sah so aus, als würdet ihr heftig miteinander diskutieren und sprechen. Und danach war es aber ein anderes Spiel. Was habt ihr denn da besprochen? Letztendlich ging es darum, dass wir die Art und Weise, wie wir angelaufen sind, gesprochen haben, dass wir da was ändern mussten, weil wir gesehen haben, dass das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber auch, dass wir versucht haben, zu besprechen, dass wir einfach kompakter stehen müssen. Ja? Dass wir Essen es nicht so leicht machen, durchzuspielen, weil die sich ja dann einfach auch ein gutes Gefühl holen, wenn das klappt, was sie sich vorgenommen haben. Und auf der Gegenseite klappt das nicht, was wir uns vorgenommen haben. So. Ich glaube, damit haben wir dann schon ein bisschen geschafft, ein bisschen kompakter zu sein und das Essen dann auch ein bisschen schwerer zu machen im eigenen Ballbesitz. Haben dann auch einige Ballgewinne gehabt. Ja,
Ob es jetzt nur daran lag, weil wir auch generell dann umgestellt hatten von der Formation und da ein bisschen mehr Sicherheit hatten, kann auch daran auf jeden Fall gelegen haben. Aber uns war klar, dass wir halt so nicht weiterspielen können. Um jetzt mal ein bisschen ketzerisch zu fragen, habt ihr dann sozusagen als Mannschaft beschlossen, okay, das vorgegebene Konzept für heute, das funktioniert einfach nicht, wir machen es jetzt anders? Das eine hat was mit dem Konzept zu tun, wenn das nicht funktioniert, aber es geht auch um die Art und Weise, wie man das umsetzt. Wenn man nicht die Intensität hat, dem zu attackieren, wie man es eigentlich braucht, oder halt dann auch ein Stück weit zu weit weg ist vom Gegner, dann kannst du nach Konzepten und Plänen spielen, wie du willst, dann wird es nicht funktionieren. Und dementsprechend, glaube ich, war das eine Sache auf dem Platz, die wir untereinander, aber wir stehen auf dem Platz, wir müssen dann auch manchmal selber Entscheidungen treffen. Aber natürlich haben wir auch von außen Input bekommen, dass wir gewisse Sachen auch ändern müssen. Und ich glaube, das haben wir dann in der Gruppe, in der Situation dann auch noch besprochen. Und du hast schon eine Ahnung, worauf ich aber eigentlich hinaus will, weil ich habe natürlich viele Fragen gesammelt und es kam eine Frage zwangsläufig, wie das halt so ist im Fußball, wenn die Mannschaft nicht gewinnt, dann wird vor allem auch irgendwie der Trainer kritisiert. Und ganz oft ist die Frage gestellt worden, die ich hiermit dann weiterreiche, stimmt denn noch das Verhältnis zwischen der Mannschaft und dem Trainer? Ich hatte es ja auch am Wochenende schon bei Magenta gesagt, das ist ganz normal, dass solche Fragen im Fußball dann im Laufe der Zeit auch aufkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach darauf fokussiert, das nächste Spiel zu ziehen. Für uns gibt es aktuell keine Veränderung. Wir haben ganz klar angesprochen, dass die Art und Weise halt einfach sein darf. Und ich glaube nicht, dass da in der Truppe irgendwie, man hört ja immer wieder auch von außen, wird ja immer gerne spielen mit dem Trainer. Ich meine, das ist jetzt bei uns absolut nicht der Fall, weil wie gesagt, sonst würden wir nach einem 0-2 nicht zurückkommen und zumindest auch am Punkt kratzen. Ich glaube, dann wird das Spiel noch anders aussehen. Aber Fakt ist halt auch, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie wir uns das vorstellen als Mannschaft und als Verein generell. Da glaube ich, gehören alle mit ins Boot. Das gehört halt einfach dazu, dass man dann solche Fragen gestellt bekommt. Aber ich hatte, glaube ich, in der Vergangenheit schon öfter solche Situationen und ja, es gehört zum Fußball dazu, aber man versucht trotzdem in jedem Spiel das Bestmögliche rauszuholen. Und vom Verhältnis an sich kann man jetzt nicht davon sprechen, dass wir ein gestörtes Verhältnis haben. Im Gegenteil, wir versuchen offen auch mit dem Trainerteam die Fehler zu analysieren und auch offen zu besprechen, was wir besser machen müssen. Da gibt es natürlich auch Input von der Mannschaft, aber auch vom Trainerteam. Und ich glaube, zusammen kann man natürlich dann auch den Turnaround schaffen. Das hat der Trainer ja schon gesagt, haben wir letztes Jahr auch geschafft. Und das ist jetzt auch wieder das Ziel. Für mich zählt jetzt nur Dresden. Wir brauchen nicht über die Spiele danach sprechen, weil aktuell brauchst du nicht über große Ziele sprechen, sondern es geht darum, dass du das nächste Spiel einfach gewinnst oder erfolgreich bestreitest. Und das ist Dresden. Alles andere interessiert uns, glaube ich, aktuell nicht. Der Holger, der nimmt auch eher euch als Mannschaft in die Pflicht. Der hat nämlich geschrieben, ihm ist es ein bisschen zu ruhig in der Mannschaft und er wünscht sich, dass ihr auch auf dem Platz ein bisschen mehr miteinander redet und vor allem auch lauter. Ja, das. Zum einen natürlich eine Typsache. Prinzipiell würde ich ihm sogar gar nicht widersprechen, dass wir zu ruhig sind. Zu ruhig dahingehend, dass wir zu lieb sind auf dem Platz. Ich glaube, dass wir eine in Anführungszeichen sehr faire Mannschaft sind. Und das ist in der dritten Liga nicht angebracht. Dritte Liga ist Abnutzungskampf und dementsprechend muss man sich schon auch wehren. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr großes Aufholpotenzial, dass wir deutlich ekliger sein müssen, um dem Gegner weh zu tun. Jetzt nicht im körperlichen Sinne, aber er soll schon spüren, dass wir da sind, dass wir uns nichts gefallen lassen und uns auch wehren. Und ich glaube, da können und müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, um einfach in der dritten Liga halt dann auch ein Wörtchen mitzusprechen. Zumindest bei den roten Karten, sind wir ja schon relativ gut dabei. Thema, das sind halt Karten gewesen, die wir uns unnötig einfangen, aufgrund von teilweise angegangen, keine Ahnung, gelbe Karte wegen Meckern, dann Gelb-Rot wegen Foul. Und das sind halt Sachen, die müssen wir natürlich unterlassen. Das hat natürlich nichts mit Aggressivität oder eklig sein zu tun, sondern sowas müssen wir natürlich unterlassen. Das haben wir auch in der Mannschaft klar angesprochen, dass wir uns sowas nicht erlauben können, weil irgendwann kommt eine Situation, da musst du einen vielleicht mal legen, weil ein Konter unterbunden werden muss und dann kannst du ihn nicht foulen, weil du dir vorher eine gelbe Karte wegen Meckern geholt hast. Und sowas müssen wir abstellen. Das ist halt so ein Zusammenspiel aus allen Faktoren aktuell, die dann nicht rund laufen und dafür sorgen, dass es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen.
Die letzte negative Frage, und dann haben wir Gott sei Dank noch ein paar schönere Themen. Die kommt von Martin, der fragt nämlich, wie ist denn die Stimmung innerhalb des Teams? Er hat so ein bisschen den Eindruck oder er sagt, es gibt Gerüchte, dass es Grüppchen gibt innerhalb der Mannschaft und das würde dann auch der Stimmung innerhalb des Teams jetzt natürlich nicht unbedingt so förderlich sein. Ist ganz nett, dass sowas versucht wird, irgendwie jetzt in der Phase, wo es halt vielleicht mal nicht so rund läuft, reinzutragen. Das kann ich komplett ja, zu den Akten legen. Das ist kompletter Quatsch. Ich glaube, wir haben in der Mannschaft im Gegenteil eine sehr, sehr gute Harmonie. Vielleicht zu gut. Vielleicht haben wir vielleicht so ein Stück weit zu wenig Reibung, weil wir uns gut verstehen. Also ich habe Mannschaften erlebt, da gab es wirklich Grüppchen, wo man verschiedene Fraktionen hatte. Aber das ist bei uns in gar keinem, also für mich 0,0 der Fall. Wir haben natürlich ein paar Spieler, die sind ein bisschen jünger, die Zeit miteinander verbringen. Und wir haben auch ein paar Jungs, die älter sind oder auch Familienväter sind, dann ein bisschen mehr zusammen die Zeit verbringen. Aber insgesamt ist es eine sehr homogene Truppe und das hat also für mich 0,0 Wahrheitsgehalt. Deshalb kann man das Gerücht direkt wieder ja, zur Beerdigen. Seite legen. Ja, das Schöne ist ja tatsächlich, in der letzten Saison wurde häufig kritisiert, wir haben die älteste Mannschaft der Liga. Und dieses Jahr ist es ja wirklich so, dass wir einen extrem guten Mix haben. Also wir haben ein paar erfahrene Spieler, dazu gehörst du natürlich auch. Und wir haben aber auch sehr viele junge Spieler. Ist es dann schon so, dass man da jetzt in Gruppen sprechen kann, nach dem Motto, da sind die Erfahrenen, die nehmen man auch die Jungen mal so ein bisschen an die Hand und sagen ihnen mal, mach's mal so und so? Wir versuchen natürlich schon Tipps zu geben, wie man sich auch in gewissen Phasen zu. Natürlich muss erstmal bei uns letztendlich erstens auf der Platz die Leistung stimmen, um überhaupt irgendwas sagen zu können. Andererseits ist es auch wichtig, dass man in Zeiten, wo es halt nicht läuft, den Jungen auch ein Stück weit mit vermittelt, dass wir es erstens besser können und doch nicht alles so schlecht ist, wie es dann gerne reingetragen wird, dass es immer weitergeht, weil. Ich bin halt ein Mensch zum Beispiel, der mit Negativität an sich nicht groß befasst, weil ich denke immer, man kann alles noch zum Positiven drehen. Und ich versuche diese Einstellung auch einfach mir ja, weiterzugeben an meine Mitmenschen, die nicht nur im Fußball, sondern auch generell um uns herum sind, dass wir einfach versuchen, positiv zu sein. Aber natürlich auf dem Platz zählen Ergebnisse, um positiv sein zu können. Das ist mir auch bewusst. Aber an sich darf man halt diese ganze Negativität, die dann auf einen einprasselt, auch nicht zu nah an sich ranlassen, weil das dann auch schon ein Stück weit hemmen kann. Und deshalb ja, sind wir natürlich ein Stück weit mehr gefordert als ältere Spieler, das ist klar. Aber wir haben trotzdem auch Jungs dabei, junge Spieler, die auch vorangehen möchten, die sich auch nicht oder generell mit solchen Situationen auch beschäftigen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade auch in der Entwicklung als Spieler sind solche Situationen auch förderlich in der Karriere, weil es halt nicht immer nur bergauf geht. Und dementsprechend, wie du hast, der Mix in der Mannschaft ist dieses Jahr natürlich ein anderer. Es hat natürlich auch gewisse Auswirkungen darauf, dass wenn der Kader halt dann so ein Stück weit verändert wurde, das Abläufe, die vorher vielleicht rund gelaufen sind, noch nicht so eingeschleift sind. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist er natürlich auf jeden Fall ein bisschen zukunftsfähiger aufgestellt, weil einfach deutlich auch verjüngt wurde. Und mit dieser positiven Einstellung macht das Programm jetzt in den nächsten Wochen ja eigentlich auch Mut. Also Dresden, Bayern, Sandhausen, 1860, das sind die nächsten vier Gegner. Da könnte man jetzt sagen, puh, da ist jetzt kein Leichtgewicht dabei, aber man kann ja auch sagen, das ist eine super Gelegenheit, nochmal eine neue Euphorie auszulösen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich zählt jetzt erstmal nur Dresden. Ich weiß auch, dass in den letzten 2, 3 Wochen dieses Bayern-Spiel ausgelost wurde, dass es wirklich nur noch um dieses Spiel geht. Mir persönlich, ja, geht das so ein Stück weit gegen den Strich, aber es gehört natürlich dazu, dass wenn so ein großer Name hier nach Saarbrücken kommt, dass es natürlich auch was auslöst. Aber ich persönlich beschäftige mich aktuell 0,0 damit, weil, wie gesagt, nur Dresden für mich zählt. Für mich ist das entscheidende Spiel erstmal für den Moment. Weil danach, ja, werden wir so oder so sein. Aber trotzdem eine einzige Frage nur dazu. Was war denn dein erster Gedanke, als die Bayern ausgelost wurden? Der Karriere sie zu umschiffen. Und die letzten Tage habe ich es dann doch nochmal bekommen, in einem Pflichtspiel. Ist in Ordnung. Also, das kann ja sowieso nicht ändern, aber es gibt sicher Gegner, die du lieber gewünscht hättest. Da lass uns mal ein paar Fanfragen abarbeiten. Wir fangen mal chronologisch an. Der Steve fragt, geht ein bisschen weiter zurück. Weißt du noch, wie es damals zum ersten Kontakt kam zum ersten FC Saarbrücken? Zum ersten Kontakt kam es eigentlich dazu, dass mein Berater hartnäckig war
und versucht hatte, mich hier ein Stück weit auch runterzubekommen, weil ich ja vereinslos war. Geschuldet damals, glaube ich, mit Schwede. Und dementsprechend war es dann am Anfang eher so loser Kontakt, weil ja der Verein eigentlich auf der Suche war nach einem jüngeren Spieler. Und hat aber dann nicht so funktioniert, wie der Verein sich das vorgestellt hat. Und letztendlich bin ich dann im Laufe der Zeit dann doch zum Zug gekommen, worüber ich mich nach wie vor sehr freue. Der Christian blickt auch nochmal zurück auf die letzte Saison. Der fragt, wie hast du denn den Tiefpunkt nach dem verpassten Aufstieg verarbeitet? Ich hatte in der Karriere schon einige Tiefpunkte. Deshalb kann ich mit sowas, behaupte ich mal, relativ gut umgehen. Ich habe die relativ nüchtern betrachtet. Wir hatten vor dem Spieltag, vor dem letzten Spieltag, eigentlich die schlechtesten Karten. Waren dann bis zur 95. Minute oder sowas, bis zum Abpfiff unseres Spiels, waren wir dann in der Relegation, was ich aber auf dem Platz selber gar nicht wahrgenommen habe. Ich wusste nicht, wie es auf den anderen Plätzen steht. Und dementsprechend ja, war Abpfiff. Man hat dann auch an der Reaktion der Leute drumherum halt schon gemerkt, okay, irgendwas lief halt nicht so gut. Deshalb habe ich diese Dramatik an sich erstmal gar nicht wahrgenommen und habe es dann erst später quasi erzählt bekommen, wie es dann eigentlich tatsächlich abgelaufen ist. Was an sich natürlich bitter ist, aber ja, in mir persönlich dann nicht diese ganz, ganz große Trauer ausgelöst hat, weil, wie gesagt, den Spieler vorhin unsere guten Karten aus der Hand gegeben haben und am letzten Spieltag dann nicht mehr die waren, die in der Pro-Position waren. Und die anderen haben es dann geschafft zu verteidigen, ihre Position. Deshalb war es trotzdem ein ganz krasses Saisonfinale, wo wir halt auch gezeigt haben, dass wir ja, ich glaube, eine sehr, sehr gute letzte Rückrunde gespielt haben, die fast belohnt worden wäre, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Trotzdem fand ich, konnte man anhand der Reaktion halt auch sehen, dass dem Verein diese Art und Weise, wie wir uns da präsentiert haben, sehr viel gegeben hat und auch die Stimmung sehr, sehr positiv waren. Das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, also ich bin immer noch beeindruckt, wie die Fans irgendwie darauf reagiert haben, weil man ja, ich meine, man hat dann den Aufstieg in Anführungsstrichen verpasst, aber es war irgendwie so viel Liebe in diesem Stadion trotzdem nach Abpfiff, das war schon sehr, sehr besonders. Die Jessica fragt, hast du ein Ritual vorm Spiel? Uns in der Kabine auch das ein oder andere mal drüber lustig. Der ein oder andere hat ein Ritual. Ich selber habe nicht wirklich Rituale, ich habe Abläufe, sage ich mal, dass ich halt, keine Ahnung, ich gehe in die Kabine, bereite mein Zeug halt vor, dann 20, 30 Minuten vorher fange ich an halt mich zu rollen oder halt auch zu dehnen. Danach bin ich noch bei unserem Physiotherapeuten. Das Einzige, was ich wirklich als Ritual an sich ansehen würde, ist, dass ich mir vorm Spiel halt einfach ein weißes Band an den Arm mache mit persönlichen Botschaften, sage ich mal, die ich mit ins Spiel nehme. Und genau, das ist eigentlich so das Einzige, wo ich sage, das mache ich immer. Sind das immer die gleichen Botschaften oder sind das Botschaften, die du mitbekommst fürs Spiel dann? Schon immer das Gleiche, nicht fürs Spiel, sondern einfach eher ein Gedanke an meine Liebsten, den ich dann mit den Spielern dann auch auf dem Platz quasi mit bei mir trage. Das ist so das Einzige, was ich als Ritual bezeichnen würde. Sehr schön. Lupa FCS fragt, wie ernährst du dich denn vor so einem Spiel? Aber ich glaube, generell versuchen wir uns ordentlich zu ernähren. Früher, immer war die Regeneration schon ein Stück weit schneller ging. Jetzt im Alter muss man dann doch einige Sachen mehr dafür tun, als sei es passive Regenerationsmaßnahmen, aber auch aktive Ernährung an sich. Ich muss sagen, ich habe am Spieltag oder auch nach dem Spieltag habe ich auch gerne mal einen Tag, wo ich ja, dann ungesunde Sachen essen, Süßigkeiten oder sonst was, worauf man Lust hat. Ansonsten versuchen wir schon zu Hause darauf zu achten, dass wir dann auch dementsprechend gut essen. Natürlich auch für die Kleinen, aber auch für uns, weil ich glaube, auf Dauer ist ungesund nicht gut, müde macht. Die Stimmung auch eigentlich negativ beeinflusst, weil man ja nicht wirklich so ein Sättigungsgefühl hat, wenn man zu viel Fastfood isst. Und dementsprechend versuchen wir da zu Hause natürlich. Die obligatorische Frage kommt dieses Mal von Sascha. Welche saarländischen Gerichte hast du schon probiert? Ich bin bis jetzt restauranttechnisch noch nicht weit gekommen. Gar nicht so leicht ist, ja, mit unseren Kleinen dann auch in Ruhe essen gehen zu können. Ich meine, mit drei Kindern
ist es dann schon immer auch eine Herausforderung, im Restaurant essen zu gehen. Wenn wir essen gehen, dann, ich meine, wir wohnen hier am Rodenhof, haben wir direkt einen Italiener um die Ecke, wo wir ganz gerne dann auch mal was essen. Aber sonst kulinarisch bin ich wirklich noch nicht weit gekommen. Du hast gerade gesagt, du hast drei Kinder, aber deinem Jubel nach dem Tor in Bielefeld konnten wir entnehmen, dass da bald Nummer vier kommt, ne? Fantastic Four beisammen. Und ja, das ist für uns natürlich eine ganz wunderbare Geschichte, auf die wir uns freuen oder worüber wir uns sehr freuen. Und wir sind schon total gespannt, wie es dann weitergeht zu Hause. Es ist zu Hause schon so sehr, sehr lebhaft. Aber ich glaube, mit unserem Baby Nummer 4 wird es dann noch mal ein wenig anspruchsvoller. Herzlichen Glückwunsch. Wann ist es denn soweit? Also ausgezählt ist meine Frau Anfang Februar. Also da müssen wir uns vorbereiten. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Übung durch die drei anderen und dementsprechend relativ entspannt, was die Sache an sich angeht. Es war, glaube ich, bei der ersten Schwangerschaft ein Stück weit anders. Es kam dazu auch eine Frage aus der Mannschaft. Der Julian Günther Schmidt will nämlich wissen, ist da noch mehr geplant, wenn Nummer 4 auf der Welt ist? Wurde gewürfelt und eigentlich ist dafür gesprochen, dass Nummer 5 noch kommt. Aber durch die haben, was auch eigentlich durch die Würfe positiv gestaltet werden sollte. Nein, also Nummer 5 ist stand jetzt nicht geplant. Aber ich glaube, es reicht dann irgendwann auch, weil 4 sind schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Viele sagen dann in der Kabine bei uns, ob 4 oder 5 macht dann auch keinen Unterschied mehr. Aber kommt dann 6 wahrscheinlich. Also das Vierte ist stand jetzt auf jeden Fall Schluss. Drei Fragen habe ich noch. Die Angelique möchte gerne wissen, wo hast du denn solche Einwürfe gelernt? Also, wenn wir irgendwie Einwurf haben in der gegnerischen Hälfte, ist es ja mehr oder weniger ein Freistoß oder ein Eckball, wenn du ihn einwirfst. Gott sei Dank. Ich habe das ja wirklich Mitte meiner Karriere selber gar nicht gewusst, weil ich früher eigentlich immer Offensivspieler war. Und als Offensivspieler machst du eigentlich die ein weniger. Und haben halt dann irgendwann in Kaiserslautern, darf ich wahrscheinlich gar nicht so sagen, ne? Aber Es piepst sich raus nachher, kein Problem. hatte und dann halt auch die Einwürfe gemacht hat. Ja, mein Schatz, die wechseln wir gleich. Ich muss noch ganz kurz telefonieren, dann sind wir fertig. Mach auch ganz schnell. Gut, nee, da war bei zum Tragen, dass ich doch weiterwerfen kann. Und dann hat man es halt einfach persönlich auch mal getestet. Also persönlich, ich trainiere es jetzt nicht individuell durch irgendwelche Kraftübungen oder sonst was. Es ist halt einfach vorhanden, dass ich den Ball relativ weit werfen kann. Ja, ich wünsche mir, dass wir in der Zukunft noch mehr daraus machen können. Aber das ist schon eine spezielle Technik. Also du schneidest den Ball irgendwie immer mit der rechten Hand so ein bisschen an, ne? Ich geschuldet, weil rechts halt quasi die Schreibhand ist, die Führhand, würde ich mal sagen. Und dementsprechend hast du wahrscheinlich dann oder habe ich dann da einfach ja, ein Stück weit mehr das Verlangen danach, mit der rechten Hand noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ja, und manchmal geht es, also einmal ist es bisher schiefgegangen, das war beim letzten Heimspiel. Das sah auch ganz lustig aus. Sobald der Ball wirklich nass ist, Ja. heißt generell, dann wird es auch schwierig, die Bälle so weit zu werfen, weil einfach nicht mehr dieser Grip vorhanden ist, als wenn der Ball trocken ist, wenn die Hände trocken sind. Dementsprechend müssen wir dafür schauen, wie wir es jetzt in den kälteren Wintermonaten machen, dass der Ball dann trotzdem trocken ist. Ich wechsle ja zum Beispiel auch, wenn der Ball ins Aus geht, nehme ich eigentlich nie den Ball, der ins Aus geht, sondern lass mir immer den Ball Balljungen geben, weil der meistens trocken ist dann. Ja, mal schauen. Der Patrick, schaut schon mal ein bisschen voraus. Seine letzte Frage: Hast du schon Pläne für die Zeit nach Saarbrücken? Also wie gesagt, ich bin ja der Situation dafür, dass ich 6 Monate im Verein war, bin ich nach wie vor sehr, sehr froh, dass ich wirklich hier sein kann. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der Stadt als auch im Verein, unabhängig von der sportlichen Situation an sich, die natürlich aktuell nicht ganz so positiv ist, ja, aber trotzdem fühle ich mich in dem Verein einfach sehr, sehr wohl mit den ganzen Leuten, die drumherum arbeiten, die im Verein arbeiten. Ich fühle mich sehr, sehr gut angekommen und die Pläne nach Saarbrücken, ich sag mal, für uns als Familie ist der Plan, der Große kommt nächstes Jahr in die Schule. Das war eigentlich immer unser Ziel, dass wir dann zu Hause sind, damit wir ihn halt nicht von einer Schule zur anderen bringen. Wir hatten ja letztes Jahr schon im Sommer geplant, nach Hause zu gehen. Es hat sich aber dann ergeben, dass er gerne weitermachen wollte, ich aber Verlangen hatte, weitermachen zu wollen. Und für mich hat sich das auch absolut bestätigt, sehr, sehr gerne hier bin. Und
genau zu sagen, was das nächste Jahr hergibt, fällt mir ein Stück weit schwer. Natürlich ist dann vorgegeben, dass wir gehen oder der Große auf jeden Fall zu Hause in die Schule geht. Aber inwieweit sich das dann realisiert oder auch umgesetzt wird, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aber wir wollen trotzdem natürlich, oder es ist uns auch wichtig, dass die Kleinen dann irgendwann auch Vorrang haben, weil ich werde nächstes Jahr dann auch 35 und dem wird es auch nicht mehr allzu lange gehen. Ich bin bis jetzt körperlich wirklich gut durchgekommen. Toi, 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 das darf auch gerne weiter so gehen. Und ja, ich muss nicht persönlich bis 40 spielen. Wenn es klappt, klar, umso schöner. Gerade auch dann verbunden mit der Nähe zur Heimat. Aber es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Habe ich auch vor, im Fußball zu bleiben, weil ich glaube, die letzten 15 Jahre waren schon sehr herausfordernd. Und ich habe auch einfach dann, jetzt aktuell ist es für mich das Schönste, was es gibt. Es gibt nichts Geileres, als diesen Beruf ausüben zu dürfen. Aber trotzdem merke ich auch, dass ich schon Lust habe, auch nochmal andere Arbeitsbereiche zu sehen als den Fußball. Und aber was genau da geplant ist, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil das noch so ein Stück weit weit weg ist und ich auch auf jeden Fall ein Stück weit erstmal Zeit nehmen möchte für die Familie danach. Mit der Heimat ist Düsseldorf gemeint, aber wir freuen uns sehr, dass die Zweitheimat, die aktuelle im Saarland, euch auch so gut gefällt und freuen uns über so lange Zeit wie möglich noch im blau-schwarzen Trikot. Vielen, vielen Dank. Ja. Schönen Tag noch. Also, was bleibt? Wir werden die nächsten Wochen nutzen, um neue Euphorie auszulösen. Aber das Allerwichtigste ist erstmal das Spiel am kommenden Sonntag. 13:30 Uhr im Ludwigspark zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ich bin sicher, alle, die dieses Video schauen, haben ihre Tickets schon. Ein paar gibt's, glaube ich, noch. Sagt's gerne im Bekanntenkreis, auf der Arbeit, in der Uni, wo auch immer weiter, damit der Ludwigspark auch am Sonntag voll und vor allem laut ist. Und das ist meine Bitte, auch wenn es jetzt vielleicht in den ersten 10, 15 Minuten nicht so gut laufen sollte gegen Dresden. Der Ludwigspark kann eine Macht sein, das haben wir schon oft genug bewiesen. Die Mannschaft braucht jetzt Unterstützung. Deswegen lasst uns gemeinsam Vollgas geben am kommenden Sonntag. Und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir auch dieses Heimspiel gegen Dresden gewinnen werden. Und uns dann endlich irgendwann mal auf das Spiel gegen die Bayern freuen können. Aber jetzt erstmal Dresden gewinnen und zwar mit einem lauten Ludwigspark. Wir sehen uns im Stadion.